Leute, Broty's back und heute für euch ein neues Video, was ich mir alles für die Woche eingekauft habe. Ja, das werde ich euch jetzt zeigen. Let's go! Also, was haben wir als erstens? Als erstens haben wir 2x Brötchenpackungen von Trader Joe's. Hier nochmal. Bam, Leute. Trader Joe's. Und zwar, das sind, ja, Brötchen. Packung Nummer 1. Dann zweite Packung. Ja. Das waren die Brötchen. Dann habe ich für euch, ist noch von der letzten Woche geblieben, und zwar 4 Scheiben Toastbrot. Da könnt ihr mir was in die Kommentare reinschreiben. 4 Scheiben Toastbrot. Ja, kann man damit was machen. Dann habe ich für euch den Kühne Rotkohl. Ihr kennt ihn bestimmt aus der letzten Woche schon. Ja, und bei mir ist hier noch, keine Ahnung, ja, Hälfte ist noch geblieben. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ich damit machen soll. Ich glaube, ihr kennt ihn auch aus der letzten Woche. Ja, bei mir ist nicht mal eine Tube zu Ende gegangen. Ja, also ich war wirklich diese Woche echt sparsam mit dem Curry-Ketchup. Ja, schreibt mir in die Kommentare. Da habe ich für euch einmal ein Glas Senfgurken. Das sind vom Bautzner. Hier steht es nochmal. Zack. Senfgurken. Dann habe ich für euch 2 Dosen Energy. Und zwar, das ist ein ganz klassischer Energy. Hier, ihr seht es. Ja, ihr kennt ja, ich bin ja jetzt, in diesem Monat bin ich im Sparmodus. Und ja, deswegen halt nur 2, ja, markenlose Energies. Aber ich denke, ja, sollte für Experimente reichen. Dann habe ich für euch einmal Kochkäse. Und zwar hatte ich die Möglichkeit zu wählen, ja, entweder nehme ich Harzer Roller oder ich nehme den Kochkäse. Und da habe ich so gedacht, ja, Harzer Roller habe ich schon in den Videos gehabt. Ja, deswegen wollte ich einfach was anderes ausprobieren oder damit ihr auch eine Vielfalt habt. Und deswegen habe ich den Kochkäse genommen. Und der Kochkäse scheint auch ziemlich gesund zu sein. Und zwar, er hat 15,8 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Etwa 5 bis 6 Gramm Fett auf 100 Gramm. Also auf jeden Fall ist der Käse doch aus meiner Sicht gesünder als die anderen Frischkäsen oder ja, Käsesorten. Deswegen habe ich mir den auch genommen. Dann habe ich für euch, ihr kennt es schon bestimmt, das ist guter alter Klassiker, Erdnüsse. Ja, hier steht sogar 100 Gramm, nee, 1000 Gramm. Ja, die Erdnüsse enden bei mir irgendwie nie. Dann habe ich für euch, bam, Leute, gleich 3 Packungen. Ich habe einfach gesagt, ja komm, ich mache keine halben Sachen. 3 Packungen Schweinebeef oder ja, Schweinefleisch. Ja, Purland, kein Klassik. Ja, nichts Besonderes. Aber wie gesagt, ja, war halt richtig günstig. 3 Euro. Hier nochmal. Das Ganze nochmal. Das sind 900 Gramm Schweinefleisch für 3 Euro. Ja, habe ich einfach gesagt, gönnen wir uns, ne? Und zu guter Letzt habe ich für euch diverse verschiedene Müsli-Sorten. Und zwar vom Aldi. Und zwar, das ist Schoko und Keks. Dann habe ich noch, steht hier Schoko Triple. Und ich habe für euch noch Aldi Mango-Sorte. Ja, Aldi Müsli Mango. Ja, das waren alle meine Produkte für diese Woche. Wenn euch was einfällt, schreibt mir in die Kommentare, was ich kombinieren soll. Ich habe euch alle lieb, meine Abonnenten. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, Leute. Peace.